Ja, Hallöchen, Pippelchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 22. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar das Unkraut oder das Feld vom Unkraut zu befreien. Und das Feld da hinten rechts oder da hinten, das werden wir auch noch befreien. Und ich bin richtig gefahren, gut. Den Hänger werden wir gleich verkaufen von dem Steinekram. Und dann werden wir anfangen, mal ein bisschen zu basteln. Ein paar Olivenstränge, dann lassen wir den Traktor auch gleich da, falls wir irgendeine Gerätschaften brauchen. Weil Steine haben wir ja, wie gesagt, ausgestellt. So, dann werden wir mal gucken, dass wir dann auch so ein paar Olivenstränge bauen werden. Wie gesagt, was wir dafür alles brauchen, das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Da muss ich mich dann gleich selber erstmal schlau machen. So, ich glaube, der Shop war doch hier, ne? Oder war ich jetzt am Shop vorbei? Hier war der Shop, ne? Genau, es ist die Frage. Kriegen wir die Sachen denn hier verkauft? Das hier verkauft bekommen. Nein. Wo ist denn der Verkaufspunkt? Oder ist das das hier mit dem Anpassen oder Reparieren? Aber, oder ist das hier? Könnte natürlich auch sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das war. Mit dem Verkaufen. Ob das auch. Aber ich glaube, es war auf dem Werkstattsymbol. Da könnt ihr mal sehen, wie lustig ich geworden bin. Oh Mann, oh Mann. Und wenn man sie hier verkauft, hatte man ja, glaube ich, mal ein bisschen mehr Geld bekommen. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wenn wir den jetzt... eigener Fuhrpark war das hier, ne? Wenn wir den jetzt hier so verkaufen würden... 17.000... Oder wenn ich jetzt drücke auf Verkaufen... Nein. 17.200... Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr bekommen würden. Ja, 18.950. Reparieren wir nochmal. Ja, also wir bekommen auf jeden Fall mehr. Sehr schön. Und ich weiß wieder, wo man Fahrzeuge verkauft. Läuft, würde ich sagen. Läuft. So, den lassen wir hier. Falls wir gleich irgendwas holen müssen. So, er ist fertig. Ja, jetzt ist die große Frage. Wir werden das Feld hier auch nochmal ganz kurz von Unkraut befreien. Aber ich weiß gar nicht, ob die Olivenstränge Felder haben müssen drunter. Oder aber auch nicht. So, wir gehen jetzt erstmal ins Baumenü. Was ich wieder suchen muss, wie so ein Blöder. Hier, bauen. So, wir gucken mal. Also als allererstes würde ich gerne schon mal gucken, wie weit kommen wir hier eigentlich ran. Mit Zäunen. Mal, nee, Dekoration. Ja, aber mal ganz normal. Das Land gehört nicht dir, das Land gehört nicht dir. Geht wirklich erst ab hier. Okay. So, ziehen wir den jetzt mal komplett lang. Gucken, dass wir den auch auf eine gerade Linie kriegen. Ziehen wir ruhig bis hier. Und dann setzen wir den ruhig aber auch wieder hier an.
So, was haben wir das hier gemacht? Hier kriegt man doch, kriegt man hier nicht sogar auch noch Pforten? Die sind aber schon ganz schön klein dann, ne? Ah, das ist wieder die Frage. Kriegt man die eigentlich auf, die Dinger? Ich würde mal sagen, wir lassen das einfach mal so. Oh, oh Gott, für Scheiße, welchen Zaun habe ich jetzt genommen? Ich glaube, ich habe den billigsten Zaun genommen, ne? So, jetzt werden wir mal bis dahin. So. Einfach nur so für die Optik so ein bisschen. Also ohne Scheiß, das mit dem Zaun bauen jetzt hier, das finde ich mal eine richtig geile Aktion. Kriegen wir den hier durchgezogen? Das wäre jetzt mega geil. Oh ja, dieses Stückchen Land, das gehört uns schon nicht mehr. Kollision. Ziehen wir den einfach bis hier hin. Und da das ja eh noch Hofgrundstück ist, können wir das auch so machen. Zack. Und fertig. Ja. Ist aber das Grundstück so ein bisschen eingezäunt. Ist jetzt nur ein bisschen Spielerei gewesen, aber finde ich eine geile Sache. Was man noch machen könnte, wäre hier nochmal. Ah, nee. Die kommt da leider nicht lang, oder? Nee, ist egal. So, Landschaftsbau, Dekoration, sonstiges, Tiere, Produktionen, Gebäude, wo waren denn jetzt die Stränge? Ah, hier Plantagen. Da haben wir ja einmal die Olivbäume, okay. Wir ziehen erstmal so einen Strang hier. Zack, so. Und die sollten ja auch ein bisschen näher aneinander, habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier so direkt kommen müssen. Weil ich habe schon gehört, dass man die wohl nicht wegmachen kann. Aber ich würde die schon gerne ein bisschen breit auseinander lassen. Das soll sagen, hier nochmal so eine Bahn. Aber jemand wird jetzt bestimmt sagen, das ist bestimmt zu weit auseinander, ne? Aber das ist ja egal erstmal. So, was ist hier mit den Olivbäumen? Muss man die... Ach, da unten steht's ja. Traubenreben werden in Reihen gepflanzt und müssen gegrubbert, gedüngt und gemulcht werden. Ah, um den vollen Ertrag zu erhalten. Sie müssen ebenfalls nach den Ernten zurückgeschnitten werden. Ah, okay. Und die müssen gepflanzt, müssen gegrubbert, gedüngt und gemulcht werden, um den vollen Ertrag zu erhalten. Okay. So, dann machen wir die Olivbäume mal hier hin. So. Okay. Nur wo grubbert man denn da? Da kann man doch nicht durchfahren, oder? Ach, oder muss man diese kleine Fläche grubbern hier? Ich denke mal, man muss diese Fläche grubbern, die hier grün ist, ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Ich weiß es natürlich nicht. Wir werden es mal, malen nach Zahlen. Wir werden jetzt mal ein bisschen Weg machen hier. Weil, jetzt weiß ich natürlich nicht,
Dann ist natürlich auch wieder die Sache, wie erntet man das alles? Das werden wir dann natürlich auch noch rausfinden. So. Ich weiß es natürlich nicht, ob das richtig ist, was ich mache. Oder ob das Bullschissele ist. Kann natürlich auch sein. Ja, mit dem Grubbern und sowas, da müssen wir gleich echt mal schauen. Wie man da grubbert. Und, wie gesagt, noch mulcht. Aber das kriegen wir alles raus. Aber das müsste ja denn die Fläche sein. Denn das ist auch wieder die Frage, wie wächst das dann? Wächst das von alleine? Muss man das düngen? Aber ich glaube nicht, ne? Na, egal, das kriegen wir schon raus. Okay, schön ist was anderes. Schön ist definitiv was anderes, aber darum geht es jetzt gerade erstmal nicht. Was ist denn das überhaupt? Schmatze? Ich glaube, ich habe eine scheiß Untergrundkacke genommen, aber das ist egal. Das kann man später ja. Anders machen. So. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt. Den haben wir jetzt erstmal kurz weg. Ach ne, da hat er noch gefuscht. Das ist egal. Nee, ist es nicht egal. So. Wie gesagt, gegrubbert, gemulcht. Das heißt, wir brauchen ja dann. Was, ein bisschen Matschepappe. Ist so eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es muss gegrubbert. Traubenmengen werden in Reihen gepflanzt und müssen gegrubbert, gedüngt und gemulcht werden. Gegrubbert, also grubbern, düngen und mulchen um den vollen Ertrag. Okay, oh, da stehen wir sogar. Hallo. Okay, ich würde mal sagen, gegrubbert, gedüngt und gemulcht. Okay. Grubber haben wir, Dünger haben wir, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Mulcher. Gibt es irgendwie speziellen, einen besonderen, gerade für Oliven oder so? Komm, wir nehmen mal den für 3 Meter hier. Den kaufen wir mal. Dann werden wir ja sehen, ob das Erfolg hat. Dann werden wir gleich nochmal düngen, aber gedüngt hatten wir ja eigentlich. Wir versuchen gleich mal zu grubbern. Erstmal gucke ich gleich, wie die Fellbeschaffenheit da jetzt ist, nachdem wir da rumgefingert haben. Und dann gucken wir gleich mal. So, du kannst kurz alleine zum Feld fahren. Ziel setzen. Ah, okay. Da sieht man jetzt auf jeden Fall, dass wir hier ein bisschen was anderes gemacht haben. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall doch diese. Ah, okay, diese zwei dünnen Streifen. Seht ihr das? Das sind ja jetzt, glaube ich, die Dingstränge. Das heißt, gedüngt ist es. Es muss aber gepflügt werden. Es muss gepflügt werden. Gedüngt ist es. Oder muss es gepflügt werden? Nee, es muss nicht. Muss es gepflügt werden? Nein, es muss doch nicht gepflügt werden. Oder doch? Eigentlich nur gegrubbert, ne? Wir gucken mal. Warum fährst du nicht?
Frage, wie grubbert man das denn da? Da kommt man noch nicht durchgefahren, oder? Da muss ich ja dann an der Seite grubbern, ne? Oh Gott. Wie grubbert man denn das? Gute Frage, nächste Frage, ne? Ich würde mal sagen, nennen wir hier diesen kleinen Flügerflug. Das ist ja dann wie grubbern eigentlich, glaube ich, denke ich, hoffe ich. Wie grubbert man denn da sonst lang? Ja, anders wüsste ich es jetzt nicht. Ach doch, da. Die kleine Streifen, die nimmt er. Da wird ein bisschen gegrubbert, okay. Aber es ist echt die Frage, ist das so gedacht? Oder gibt es da extra Grubber für? Da muss ich gleich mal gucken. Okay, da sollte man die Olivenbäume vielleicht so machen, dass man mit so einem Ding durchfahren kann und damit man dann links und rechts beide Reben dann ja, gleichzeitig grubbern kann mit einer Durchfahrt. Ne? Das würde ja dann natürlich wieder Sinn machen, dass man die so nah aneinander baut, dass man dann die Flächen mit so einem Teil hier ja, gleichzeitig bekommt. Ne? Wir werden es allerdings auch erstmal nur eine Rebe machen, also eine Rebenreihe mit einem Drum und Dran, dass ich einfach mal sehen kann, wie funktioniert das überhaupt oder wir das mal sehen können. Weil anders wüsste ich jetzt nicht, wie man hier durchfahren kann mit Grubbern. Aber ich glaube, es ist schon so gedacht. Aber da gibt es doch auch, glaube ich, noch... Ja, da gab es ja noch die schmaleren Traktoren, ne? Also die etwas dünneren. Ich glaube sogar, dass die dafür gedacht sind. Hm. Wäre gleich auch ein Akt sein, für mich rauszufinden, wie man die Dinger dann erntet. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich bin auch ganz ehrlich, das habe ich auch noch bei keinem gesehen. Also ich habe mir zwar schon von Pichuco, wie gesagt, mal ein bisschen was angekickert gehabt, ja. Aber ich habe noch nicht alles gesehen. Das ist jetzt eine interessante Sache. Also wenn ihr da Infos habt, welche Gerätschaften, welche Fahrzeuge etc. pp. Einfach in die Kommentare schreiben. Würde mich jetzt natürlich auch mega brennend interessieren. So. So. So, der Mulcher. Es muss gemulcht werden. Aber wir können ja leider Gottes nicht sehen, was da jetzt gemacht wurde und was nicht, ne? Warum fährt der denn jetzt so langsam? So, dann mulch mal das mal. Aber da macht er eigentlich gar nichts, ne? Oder macht er da irgendwas? Hm. Also da bin ich jetzt selber hardcore neugierig. Bin ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt hardcore neugierig. Da stand aber mit Mulchen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Wie gesagt, die linke Reihe machen wir und die rechte Reihe machen wir nicht. Der mulcht doch da gar nichts. Hm. Da bin ich selber echt gespannt. Das ist gerade für mich ein bisschen zu hoch. Ich finde es auf jeden Fall geil.
So, jetzt haben wir es ja gegrubbert und gedüngt, ne? Also, gegrubbert, gedüngt, im Wachstum gedüngt. Ah, hier kann man sehen, die sind auf jeden Fall im Wachstum. Okay, die sind im Wachstum. Gedüngt 100%. Unkraut 0. Und die hier? Die sind auch gedüngt. Wir werden ja sehen, wie viel wir hier werden rauskriegen später und wie viel wir da rauskriegen. Das wird interessant zu sehen zu sein. Weil damals gegrubbert und gedingst, dann können wir sehen, vom Ertrag her, was kriegen wir aus dem rechten Strang raus und was bekommen wir aus dem linken Strang raus. Das wird interessant zu sehen sein. Also da bin ich selber mega gespannt. Also es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn es im Wachstum wäre. Also steht auf jeden Fall unten rechts. Ihr könnt es ja sehen. Gedüngt. Ist es. Im Wachstum. So, was haben wir hier? Auch gedüngt, Unkraut. Im Wachstum, ja. Werden wir ja sehen bei den Trauben, wie das wird. Also ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt das erste Mal, machen wir jetzt so gesehen die ganzen Traubenkram. Ja, das finde ich ganz lustig, okay. So, dann werden wir hier uns jetzt mal eine Runde schlafen legen. Und ich bin mal gespannt, auch wie lange die brauchen. Also ich kann mir zwar auch schon vorstellen, dass das bestimmt auch 4 Tage dauert. Gehe ich aber mal von aus. Wir hüpfen mal ganz kurz rüber. So. Die Bohnen, die wachsen. So, Unkraut, ja. Unkraut, ja. Jetzt ist die große Frage, wie kriegt man da das Unkraut weg? Da kann ich doch nicht mit dem Ding langfahren. Da gibt es doch bestimmt Traumtechnik hier. Ach, damit hole ich sie bestimmt ab, ne? Wofür ist das? Mann, damit kann man dann Trauben fummern, okay. Puh. Das Ding ist doch dann bestimmt. Ich muss mal kurz gucken. Das ist ja hier Düngen oder das. Was ist denn das für ein Zeug? Das muss man selber kurz gucken. Da muss ich mich jetzt erstmal, wie gesagt, schlau machen. Das muss ja dann hier sein, Paletten. Da. Herbizid. Herbizid, das ist doch Unkrautvernichter, oder? Ich glaube. Flüssigdünger? Herbizid? Ich glaube, Herbizid müsste... Ich glaube, Herbizid müsste 2000 Liter kaufen, Mama. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt mit einem... Moment, wir schicken schon mal kurz den Trecker dahin zum Shop. Ich kann mir schon vorstellen, dass man es mit diesem Hänger machen muss. Der ist ja eigentlich auch extra für die Traumtechnik damit angepriesen. Also gehe ich auch mal von aus, der Shop, der war... War der Shop nicht hier? Ja. Hallo? Ziel setzen. Hä? Ziel setzen. Wo spät denn jetzt rum? Jetzt geht mein Helfer nicht. Läuft bei mir. Ziel setzen. Ist ja egal. Dann dreht er halt wieder auf der Straße. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man dafür dieses Ding braucht. Traubentechnik. Ist ja unter Traubentechnik. Zum Düngen und zum Ding. Und damit müsste man den ja dann abkombinieren. Ach, mit da holt man dann so einen kleinen Traktor. Okay. Konfigurieren.
Zurück, zurück. Okay. Und mit wer, was wird das denn kombiniert? Eigentlich auch mit diesen Dingern. Okay, das können wir aber mit den normalen machen. Den kaufen wir auch nochmal. Kennzeichen. Machen wir auch mal ran. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt. Weil... ich weiß, wir sind über der Zeit. Aber das ist mir gerade egal. Bom, 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 bom. Zack. Zack, so. Cool. So. Dann haben wir das Ding da. Wie viel fest ist das Teil? 4000 Liter. Wenn das 4000 Liter fest, dann können wir ja auch zwei von diesen Dingern kaufen hier. So. Okay. Dann würde ich sagen, werden wir hier das Feierabend machen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Morgen werden wir dann mal gucken, wie das weitergeht. Wir werden das ganze Ding dann, denke ich mal, jetzt von Unkraut entfernen. Und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt um 12 Uhr LS22. Ich bedanke mich, ich bin raus. Und ich sage, Däumchen da lassen, Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.